Einen verschneiten guten Mittag mittlerweile schon. Heute ist es nicht so weit, also kann man sich Zeit lassen. Auf der Farnsburg im Liestal. Das Liestal sollte eins von denen hier sein. Ich bin da auf jeden Fall raufgekommen und liegt imposant hier auf dem Berg. Und ist gerade, also sollte eigentlich schon Ende letzten Jahres vor 2-3 Monaten fertig umgebaut worden sein. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen. Es hat so einen modernen Touch gekriegt, aber trotzdem ist es hier jetzt ausgebaut mit vor allem diesem schönen Steg auf der Schildmauer mit dem Turm und allem. Eine wirklich wunderschöne Ruine. Ich muss schauen, dass ich die Kamera nicht fallen lasse. Es ist alles ein bisschen nass und rutschig hier, obwohl es wirklich sicher ausgebaut ist. Es kann nichts passieren. Und die Aussicht ist super in alle Richtungen. Ich habe das Ding hier alleine, weil es ist definitiv kein Wanderwetter. Ich bin froh, dass der Schneefall aufgehört hat. Also sagen wir, es ist kein Sonntagswanderwetter. Da bin ich ja ein bisschen anders eingestellt, was das angeht. Und jetzt gehen wir gleich mal zusammen einmal rundherum wieder zurück. Wir müssen einfach aufpassen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe die Brille nicht dabei, aber das könnte ein Dachs sein, der hier drin ist. Und ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich hier, also es ist richtig eng, wenn irgendwas klimpert. Das ist meine Ausrüstung, die halt mit den Flaschen und hier der Kleine, der schläft. Ja, da ist er. Bye bye. Okay, ja, ich verpiss mich besser mal. Musste mich ein wenig dran vorbeiquetschen, damit ich ihn nicht weiter störe. Aber wollte halt trotzdem auf die Burg rauf. Habe ich jetzt auch noch nie erlebt so. Mal schauen, was die Kamera im Automatikmodus macht. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ja, kann man so weiter filmen. Die Farnsburg auf jeden Fall ist jetzt gerade noch in der Renovation soweit. Aber auch richtig beeindruckend. Ich bin derzeitig, also seitdem ich hier ausgestiegen bin, habe ich auch niemanden mehr gesehen. Dieser moderne Touch hier muss jetzt nicht sein, auch die Geländer. Es ist, ja, ich mag halt, ich mag's wild, ich mag's rau, ich mag's unerkundet. Klar, das hier ist ein Symbol, das man durch das ganze Tal sieht. Das muss dann auch kindersicher gemacht werden. Aber von mir aus gesehen jetzt nicht einfach so streng kindersicher, dass die Kleinen nur noch auf TikTok schauen können, während sie hier durch die Gegend laufen, damit sie ja nirgends runterfallen. Sagt der Typ mit der Kamera in der Hand, aber ja, wenn ich runterfalle, dann da könnte man noch durch, stimmt. Also wenn ich runterfalle, dann beschwert sich meine Mama wahrscheinlich nicht. Sag ja, ist es nur, ja, der Junge, der ist mit seinen 30 Linsen groß genug. Wenn er aufs Maul fällt, hat er es immer noch nicht kapiert in dem Alter. Also kann er gerne noch ein, zweimal mehr. Aber eine richtig schöne, große Ruine, beeindruckend. Und vor allem einfach für mich alleine. Also hier wird die Hölle los sein in den Sommertagen. Schon allein, weil hier überall Grillstellen sind. Hier Aussichtspunkte, Grillstellen. Da nochmal runter die Übersicht, da ist noch eine Grillstelle. Heute war jemand mit dem Fahrrad hier. Die ganzen Fußstapfen da bei der Absperrung, das war ich. Weil ich halt die Videos am liebsten von oben nach unten mache. Da weiß ich auch schon, was erwartet mich, wo kann ich durch. Und ich bin ja auch auf einer Wanderung heute. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht, ich fahre nicht zu einer Ruine rauf, habe den halben Tag, um die irgendwie aufzunehmen. Um da wirklich, also da gibt es andere, definitiv auch andere Kanäle, die das viel besser machen, auch mit der Geschichte dazu. Ich will den Leuten einfach in dem Gebiet eine kleine Übersicht geben. Was gibt es da, was ist sehenswert, was nicht. Klar, die Farnsburg, die ist halt altbekannt. Also, aber ich bin da halt auch eher der Typ, der dann die Burgstellen aufsucht, die Höhlen, alles, was jetzt halt nicht gerade auf Google Maps zu finden ist. Und ja, hier sieht man auch eine gute
ein wirklich gutes Beispiel einer mittelalterlichen Maschinengewehrstellung. Das war natürlich da, als der Krieg ausgebrochen ist. Natürlich mit Schloss, aber ist auch klar. Als der Krieg ausgebrochen ist, da vor 80 Jahren, war man halt auch nicht so zögerlich, da bestehende Gebiete, also bestehende Mauern halt in provisorische Festungen und Bunker zu verwandeln. Auch die mächtige Ruine Dorneck ist ein gutes Beispiel, das eher so Richtung Basel ist. Da sieht man auch noch Geschützstellungen und die Überreste einer Panzerabwehrkanone, die da eingebaut ist am unteren Rand. Aber richtig schöne Ruine, muss ich sagen. Da geht es dann eigentlich über den Burggraben wieder raus. Und halt leider, dass dieser moderne Touch und diese schönen breiten Stufen, das macht es für mich ein bisschen kaputt. Aber ja, ich kenne ja genug andere Ruinen, wo das Maximale, was man da an der Neuzeit zieht, ist ein Schild von wegen Steinschlaggefahr, lueg selber, wo blieb Schwänz auf der Kopfkeit. Ja, mal schauen, was es heute noch gibt. Die Tour ist ziemlich kurzfristig zusammengepanscht. Da könnte man bestimmt noch raufklettern. Und da ist dann eigentlich schon wieder gegen außen, ja. Dann an dieser Stelle noch so eine schöne Aussicht von unten und von vorne. Und dann geht es für mich auch schon wieder weiter. Und wenn wir schon gerade hier sind, schon lange keine mehr. War ja Anfang meiner Wanderkarriere öfters mal so, dem Rhein entlang. Aber das Liestal ist ja so auch eines der wenigen Täler, die halt, also ein Tal, das von Deutschland her in die Innerschweiz führt, dementsprechend gut gesichert. Und man findet auch mal wieder Bunkerkomplexe. Das ist jetzt der dritte, an dem ich einfach vorbeilaufe. So hoch muss ich nicht. Weil ja, jetzt wäre ich schon wieder fast ausgerutscht. Aber schön zu sehen, dass ich mal wieder ein paar Bunker sehe. Ich muss schauen, dass ich noch in die eine oder andere Festung komme, bevor ich da wegziehe, wo ich jetzt gerade wohne. Man hätte Grenzbesetzung 1939, Bataillon 53. Ja, hätte meine Brille mitnehmen sollen. Ja, manche Leute werden sich jetzt fragen, warum tue ich das? Aber es gibt so wenige Bunker, in die man reinschauen kann. Meistens sind sie mit Stahl- oder Betonplatten komplett zugeschweißt oder einfach abgeschlossen mit einem Vorhängeschloss. Zum Glück habe ich Ersatzkleider für das Konzert heute Abend. Ja. Zum Glück ist die Freundin nicht dabei, hätten ein lustiges Foto gegeben. Sieht nicht mehr so scheiße aus hier drin. Ach, aber jetzt wieder rauskrabbeln. Das da unten wird Sissach sein und wir sind somit jetzt hier auf dem Sissach-Fluh oben. Ziemlich großes Stückchen Berg, das auch viele Treppen hatte hier rauf. Von daher bin ich gekommen und wir gehen jetzt zusammen hier auf diese Ruine, weil ich weiß, dass da niemand sein wird da drin, weil ich Spuren lesen kann. Also soweit halt einfach, dass keine Spuren da sind. Die Ruine Bischofstein ist das hier. Es sollte weiter hinten noch eine zweite Ruine geben. Da habe ich jetzt aber nicht so viel gesehen. Aber schauen wir uns erstmal gemeinsam die hier an. Die paar Fußspuren hier, das war ich noch, bis ich mich dann entschieden habe, ja, man kann sie ja direkt machen, weil ich bin der Erste heute oder der Erste seit dem Schneefall. Geschichtlich habe ich jetzt hier keine große Infotafel gefunden. Außerhalb, hier wird alles stehen, Bischofstein. Oh, natürlich richtig schön mit Metallornament gemacht.
Turmberg für Wohnbautore, der Bergbrunnen sozusagen. Und dann gehen wir einfach mal durch. Kameraeinstellung sollte so passen. Ist jetzt einfach auf Schnee eingestellt, damit das Weiß ein bisschen rausfiltert. Sackgasse. Besucherdrine auf eigene Gefahr. Ja, das ist schön, das ist die Schweizer Version von wir sperren das Ding, was die Deutschen machen würden. Und nachher geht es noch da hinten rauf, das heißt hier hinten durch, wieder zurück und dann eigentlich so quer darüber. Da hinten sollte noch was sein, ich weiß zu faul, um das noch nachzuschauen. Ihr werdet es dann später im Video sehen. Und hier noch Teil des Burggrabens, des Halsgrabens. Da geht dann der Weg zurück. Und ich würde sagen, wir klettern jetzt gemeinsam hier den Turm hinauf. Also die Ruine, mittlere Größe, schön erhalten, gefällt mir ab vom Schuss. Wird wahrscheinlich halt auch hier oben mehr los sein im Sommer. Weil zum Wandern ist es richtig schön. Die gewisse Stellen, die ich vorhin hatte, kann ich jetzt was einblenden hier. Die waren halt ein bisschen rutschig mit dem Schnee, der gerade schmilzt. So, jetzt machen wir es richtig neuzeitpiratig, anstatt den Säbel die Kamera in der Hand. Ah, das funktioniert nicht. Ich packe euch weg. Es ist halt alles ziemlich nass und rutschig hier. Und ich bin mit dem Gürtel hängen geblieben. Mein Arsch ist halt trotzdem ein bisschen zu fett. Mit der ganzen Ausrüstung hier rundherum. Aber es braucht Essen, es braucht Trinken. Und je nachdem, wenn ich noch Schlimmeres vorhabe, Kletterhandschuhe und alles. Aber eine wirklich schöne Ruine, ein schöner Turm. Auch wieder wunderbare Aussicht hier im Kanton Basel-Land sollte ich sein. Aargau, das verschimmt hier ein bisschen. Und hier einfach noch der Innenturm. Notfalls könnte man da auch mit einer Leiter wieder hochklettern, wenn man was fallen lassen hat. Aber müssen wir jetzt nicht runter. Dann mal schauen, ob die Ruine da hinten, die da auf dem Felsen gewesen sein soll, noch irgendwas bringt. Und sonst kann ich da einfach ein paar Bilder einschieben. Und weiter geht's. Nach da hinten. Also die Ruine Itkon sollte laut GPS-Markierung hier sein. Dazu gehört auch ein Bild, der den Halsgraben hier zeigt, wenn es überhaupt einer ist, ob es die Ruine da ist oder hier ist. Das weiß ich nicht. Das Einzige, was da oben ist, ist ein schmaler Berggrat, wo es dann auf die Seite, also rechts, richtig mit Anlauf richtig ins Tal runtergeht. Könnte natürlich sein, dass eher da hinten, da sieht es ein bisschen flacher aus. Aber jetzt, das Komische ist ja auch, ich sehe auch, wenn es eine Ruine wäre. Hier kommt man wenigstens einigermaßen runter. Ich hätte hier auch hoch sollen. Aber auch wenn es jetzt ehrlich gesagt eine Ruine wäre, also wenn hier auch was gewesen wäre, wäre das eine Burgstelle und keine Ruine. Das ist ja auch das Witzige, die Ruine wird als komplette Burg markiert auf der Karte, auch bei Open Maps. Und hier, wo es maximal noch eine Stelle ist, ist es eine Ruine. Ich kletter vielleicht mal noch da hoch und vielleicht erkennt man was. Uah, Kletterei bei der Nässe. Also wenn, dann hier. Weil das ist die einzige Stelle hier, wo man einigermaßen Nebenfläche hat. Kann natürlich auch sein, dass es sonst ein Berggrat ist. Aber ja. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen recherchieren müssen zu Hause. Von der Geologie her würde es natürlich hinkommen. Da ein Halsgraben, da hinten ein Halsgraben. Eine sogenannte Kammburg. Ja, aber ich muss weiter. Da hinten, wenn man sieht, da in der Mitte, ja genau da,
Von dahin bin ich gekommen und da gibt es links aber auch noch einen kleinen Weg, der mich dann hier rundherum führt. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich hier zuerst mal runterkomme. Und auch wenn es mich auf den Hosensatz lädt, Hosenboden legt, Götter, ich merke, dass ich heute zu wenig zu essen dabei habe. Ja, dann ist da wieder einigermaßen sauber vom Bunker von vorhin. Ja, cheerio, Mutter. Da sind auf einmal wieder Menschen. Naja, wir sind jetzt hier auf dem Sissacher Fluss. Also ich bin hier durchgewandert von da hinten. Der Berg da hinten ist dann nicht der Sissacher Fluss, der heißt wie die Ruine. Hier einblenden, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Aber jetzt sind wir auf dem Sissacher Fluss und das hier ist das Refugium Sissacher Fluss. Ein Refugium ist ja in dem Sinn nicht eine Burg oder eine Festung, sondern halt eher eine Fluchtburg, die noch aus prähistorischer Zeit oder teilweise Römerzeit, also nicht römisch, sondern ja, eingeboren kann man nicht sagen, ist. Kelten, was war, ich weiß gar nicht, was wir hier hatten. Mein Kopf will heute irgendwie nicht so mit. Aber das ganze Gebiet hier ist eigentlich eine kleine Abschnittsbefestigung. Ich weiß jetzt nicht, ob es zur Burg zählt oder nicht. Und war klar, es hat einen Parkplatz hier. Es hat Leute hier. Es muss einen scheiß Spielplatz hier haben. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, als ich auf einmal die geteerte Straße wieder gesehen habe. Naja. Und da vorne sollte dann nach dem, was auch immer da ist, die Burgruine kommen. Das hier ist nur das Refugium.